Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hayat-Box von Moody. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hayat von Moody aus dem Jahr 2016. Wir haben hier eine dunkelbraune Klappbox vor uns und das Ganze hier so geziert von so Ornamenten, von so Zierleisten. In der Mitte lesen wir in weißer Schrift Moody, darunter Hayat. Hayat heißt ja sowohl auf Türkisch als auch Arabisch Leben. Und diese Optik, ja, diese Holz- oder Marmoroptik, je nachdem wie man es interpretiert, zieht sich hier so komplett über die gesamte Box. Auf der Rückseite haben wir dann einen Barcode und den Boxinhalt aufgelistet. Also wir haben hier einmal CD im Digipack, Instrumental CD im Digisleeve, Papier-Stickerbogen Zweierset mit je drei Motiven, Poster in A2, handsignierte Autogrammkarte in DIN A6 und ein T-Shirt in der Größe L. Darunter noch die Credits. Das Ganze geht dann hier seitlich auf, wie gesagt, reguläre Klappbox. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, die Instrumental-CD, das Album Hayat im Digipack, die beiden Stickerbogen, das Poster und die Autogrammkarte. Von innen die Box klassisch weiß. So, gehen wir mal zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Hayat lesen wir wieder Moody darüber. Und Moody ist auch hier abgebildet, groß, frontal auf seinem Cover. Und wie der Name schon voraussagt, Hayat, dürften hier einzelne Fotoimpressionen sein, die hier sein Leben bestimmen oder ausmachen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier der Vater von Moody ist. Mit ihm und seinen Geschwistern. Dann nochmals der Vater. Es könnte eventuell die Mutter sein. Und hier, ja, entweder er oder Geschwister. Und diverse Gebäude. Auf der Seite lesen wir auch wieder Moody Hayat. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Stück an der Zahl. Wir haben drei Features. Und zwar einmal Raf Camora, Prince P und PA Sports. Alle 12 verbliebenen Solo-Tracks. Dann haben wir hier wieder Credits und einen Barcode. Hier geht das Ganze auf, ist wie gesagt ein Digipack. Wir haben hier einmal das Booklet in dieser Seite, in dieser Tasche drin. Auch hier wieder Moody abgebildet und hier diverse Tracks, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Diverse Gebäude. Moody Hayat, weitere Tracks, weitere Aufnahmen, das Ganze hier in dieser braun-weiß Optik gehalten und zum Abschluss die Credits und eine Danksagung von Moody Hayat. Gut, soweit zum Booklet. Die Albums und die Album-CD ebenfalls in braun und weiß gehalten. Sieht so aus und auch dahinter lesen wir wieder Moody Hayat. Dann haben wir die Instrumentals, diese ausnahmsweise nicht in braun und weiß, sondern eher in so einem Türkis, beziehungsweise eher in so einem blau-grün-weiß. Instrumentals lesen wir hier noch, auch hier wieder 15 Stück angeführt. Die CD ebenfalls in dieser Türkis, in dieser blau-grünen Optik. Und das Ganze in einem Digisleeve, also in so einer Papphülle. Dann eine Autogrammkarte. Hier Moody abgebildet in Lederjacke, die Autogrammkarte im Hochformat. Moody hier aufgedruckt und hier dann unterschrieben mit schwarzem Stift. Auf der Rückseite im Querformat Hayat. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal diese hier, also beziehungsweise zwei Stickerbögen, insgesamt vier Sticker. Einmal hier zwei Sticker mit
Zitaten mit Textzeilen des Albums. Braune Augen, schwarzes Haar, ihr Gesicht strahlt nur aus Mashallah. Okay. Und einmal, solange ich nur dich will, ist es egal, wer mich will. Also zwei Tracks, die wohl um das Thema Liebe oder generell um Frauen gehen dürften. Und dann diese zwei hier. Einmal so ein Moody-Sticker in schwarz und weiß und ein Hayat-Sticker in weiß und schwarz. Alle vier Sticker im Querformat. Dann haben wir, bevor wir zum Shirt kommen, ein Poster. Dieses quadratisch. Einmal das Cover. Moody Hayat. Und auf der Rückseite ebenfalls natürlich quadratisch. Das Motiv, das wir kennen von der Autogrammkarte. Also Moody hier in Lederjacke. Und rechts oben noch Moody Schriftzug. So. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das Shirt. Dieses in schwarz mit weißem Aufdruck. Wir lesen hier wieder Moody Hayat. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus, in schwarz und weiß. Wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck Moody Hayat im Brustbereich. Ansonsten das Shirt komplett in schwarz gehalten, sehr minimalistisch gehalten und auch die Farbkombination klassisch in schwarz und weiß. Wenn auch sehr wenig auf dem Shirt, muss ich ehrlich sagen, die Kombination der beiden Wörter und speziell die verwendeten Schriftarten gefallen mir ganz gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster quadratisch beidseitig bedruckt, die vier Sticker aufgeteilt auf diese zwei Stickerbögen, die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat, die Instrumentals im Digisleeve und natürlich das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box Hayat von Moody. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moody unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.